So, Leute, wir sind wieder da. Und in dieser Runde werden wir auch gleich den neuen Vampir testen. Natürlich erst, wenn wir damit dran sind. Das sind wir gerade nicht. Ich bin ja mal gespannt, weil er ja von den Fähigkeiten her, ihr habt es ja selbst gesehen, wirklich eher so ein Assassine ist. Wir können uns halt in eins dieser Mannequins verwandeln. Backstab und Illusionen können wir machen. Da bin ich wirklich mal gespannt, wie das dann nachher im Spielgeschehen selbst ist. So. Wir aber wieder als Alchemist jetzt erstmal dabei. Weil ich finde, ein Scout reicht. Bin ich wirklich der Meinung, von da hinten springen die Vampire schon rum. Da waren gerade einer. Aber da war gerade einer. So. Da ist einer. Tyrant haben sie dabei. Oh, die haben alles dabei. Warte mal, ich bin Level 10, aber ich habe jetzt nicht gewechselt. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch in der Noob-Liga bin oder nicht, weil ich habe die Lobby nicht gewechselt. Theoretisch bin ich jetzt noch in der Noob-Liga. Okay, das sind Illusionen, ne? Rein. Für die Feinde leider nicht. Okay, sie sind schon geflüchtet. Oder geflohen. Ich will ihn da wieder rennen. Ich wollte ihn im Nahkampf schlagen. Fuck! Musste das jetzt sein, du dummes Vieh? Aua. WTF? Wie ich mich gar nicht bewegen konnte. Ist er jetzt gerade zweimal durchs Feuer gerannt? Oder wer es mag. Wie ich im Endeffekt gerade dauergelähmt war oder dauer rumgeworfen. Ich wurde hochgenommen, dann hat er mir aufgeprallt, dann hat er mich nochmal irgendwie weggeschlagen. WTF, Mann. Teammates? Ah, da hinten. Ich sehe euch. Ich versuche mal zu kommen. Also zu euch. Zu stoßen. Na, komm. Weg mit dem. So. Da ist der Zombie, den wir nachher auch spielen. Ach, wie ich immer Zombie sah, weil der einfach so aus wie Zombie spielt. Guten Flug wünsche ich. Boah, brennt einfach, Alter. Brennt. Scheint gerade zwei oder drei Stück im Feuer drin von mir. Wollte ich jetzt echt sagen, ich krieg hier nicht getötet? Der hat doch gar nicht mehr viel. Nach rechts. Rechts abbiegen. Und den Teamkameraden helfen. Da steht 5-6 für die. Du solltest eigentlich weg. Du reduzierst nur Schaden. Du bist nicht unverwundbar, du Arschloch. Hilf mir. Das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. WTF? Anstatt wegzurennen, dich mal umzudrehen und ein, zwei Schläge drauf zu machen, damit meine Granaten noch besser treffen. Mensch. Seid nicht so feige im Nahkampf. Die sind zwar stärker, aber wir können auch Schaden machen im Nahkampf. So ist es ja nicht. Man sieht dich, vor allem das Leuchten sieht man. Ja, deine Fähigkeit war jetzt echt erfolgreich, du, muss ich zugeben. Einmal habe ich getroffen, das Problem ist, er hat natürlich was sein Spitz sein.
Da ist gerade einer drin. Ja, da fliegen wir. Bitte. Bitte, er hat gerade meine Kontrolle übernommen. Das ist eine Fähigkeit, die können sie kaufen. Hat ihn jetzt aber echt viel gebracht, muss ich zugeben, meine Bewegungen zu kontrollieren. Nein. Ich habe keine Lust zu fliehen. Tut mir leid, mein Freund. So, ich komme nochmal wieder rein. Die Fähigkeit kann man sich kaufen, die habe ich auch schon gesehen. Ja. Leute, hinter euch, auf mir. Tut weh im Feuer drin zu sein, na? Muss ich dir zustimmen. Ist nicht sonderlich angenehm. Er hat mich wieder. Aber er stellt das relativ blöd an, weil er müsste, um es effektiv anzustellen, die Kontrolle über mich erlangen, mich rauslotsen und dann töten. Okay, hab's. Das war doch alles, was ich wollte. Problem ist, man kann ihn anscheinend dann auch nicht mehr mit den Granaten direkt erwischen. Man muss ihn dann mit der Explosion, warum immer mich? Was heißt immer? Der hat ja schon zwei, dreimal einen anderen erwischt. Er hat mich auch schon zweimal erwischt. Da oben, was hat einer? Ist das noch irgendwo einer drin gewesen? Ich sehe nichts, ist das Problem. Oh, mit dem Light sieht man aber wieder etwas. Ach komm, Leute hinter euch. Das ist mein Feuer gewesen. Ja, war's. Ich krieg grad die Damage-Hits. Also, ich krieg nicht die Damage-Hits, aber, das Sound, dass ich Damage mache. Also, ich konnte mein Feuer noch rausbringen, bevor ich gestorben bin. Das ist doch was Schönes. So muss das nur von meinem Freund. So, da sind nicht mehr so viele. Warum nicht mehr so gesunde? Erschrocken. Ich dachte schon, was sind das für Schritte hier? Na, wie brennt sich's? Ach doch. Hol den runter, danke. Ich sag so blöd zu klettern und ich schieß daneben deshalb. Hilfe! Ohne Heilung. Ah. Gott sei Dank, da springt doch einer rum. Wir sollten zum Schiebschuss und rennen. Oh, Team, Team, Team. Da oben. Was sollen wir denn da machen? WTF? Aua. Ja, WTF. Da krieg ich auf alles gleichzeitig ab. Das Combo, ey. Ja, der Fliegen ist natürlich auch nicht schlecht, weil er die Gruppe auch sehr gut, oder zumindest einen daraus sehr gut trennen kann immer. Ja, das hoffen wir doch, dass der Tag damit endet. Auch wenn das natürlich ein bisschen fies ist, deinen Feinden den Tod zu wünschen. Ich werfe jetzt einfach mal Licht hin. Denn ich höre sie schießen und das bedeutet nämlich eigentlich, die sind im Kampf. Gehe ich mal von aus. Weg.
Und ich richte das Feuer nicht mal raus. Was ist denn das? Sie hatte das schon in der Hand. Sie hätte sie schon auf den Boden werfen müssen. Aber egal, die erste Runde haben wir so im Endeffekt gewonnen. Da lohnt sich auch Laufen nicht mehr. Naja, aber die Kameraperspektive lohnt sich. So, die erste Runde haben wir gewonnen. Die Menschenrunde. Oh, diesmal sogar relativ gut. Also diesmal stand ich sogar relativ gut. Yay, Level Up. Zumindest Dings Level Up. So, wir nehmen jetzt den neuen. Ich bin ja mal wirklich gespannt. Special Ability. Q ist Backstep, F ist das und rechte Maustaste ist unsichtbar machen. Das soll ein Vampir sein? Also ich bin immer noch dafür, dass das eher ein Zombie ist. Aber gut. Die Fingernägel sehen wirklich eher nach... Also, ja, die Finger sehen wirklich eher nach Vampir aus. Also die Körperstatur... Ah, wir sind nur zu dritt. Sehr schön. Ja, das ist natürlich perfekt. Hallo. Oh. Nein, den wollte ich nicht. Hier, wo ich schwer unterdrückt. Fuck. Seh nix. Aber ich hab einen, oder? Ja. Boah, diesen Backstep-Schlag, den muss man ja mal richtig üben. Denn sobald man ihn einsetzt, ist man enttarnt. Und dann stößt er halt so, naja, ich sag mal zierlich. So, der hatte einen geschnappt, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich bin schon wieder so eine Quelle. Wow, nicht mich treffen. Ich gehöre zu euch. Ich gehöre zu euch. Das ist schon lustig. Okay, hier sind die ganzen anderen. Fällt euch eigentlich nicht auf, dass ihr eigentlich einen Spieler zu viel habt? Ich weiß echt nicht, was ich machen soll gerade. Fuck it. Ich war keiner von euch, Bitches. WTF, was der da macht, Alter, der zerreißt das Vieh erstmal. Den Leichnam. Ich werde immer zum Alchemisten. Hallo. Nicht auf mich schießen. Ich bin ein Freund. Fuck. Na gut, ist vielleicht ein bisschen blöd, wenn die alle zusammenstehen. Aber ich merke jetzt schon, ich glaube, ich werde mit der Klasse nicht wirklich klarkommen. Also so oft werdet ihr sie wahrscheinlich nicht sehen. So ein paar Runden werde ich wahrscheinlich mit ihr machen, aber ich werde auf jeden Fall auch neue Fähigkeiten mit ihr kaufen müssen. Da, jetzt bin ich der Scout. Wo sind die denn eigentlich? Da muss ich irgendwie da reinkommen, ne? Ich bin freundlich, ich bin freundlich, freundlich! Ja, du kleiner Wichser, Alter! Ja, natürlich schießt er auf den Richtigen. WTF, was soll ich denn machen? Der hatte mich von Anfang an im Blick, der Hunter. Der hat mich nicht außer Augen gelassen, war das Problem. Also ich weiß schon eine Fähigkeit, die ich mir kaufen werde. Und zwar werde ich mir die andere Unsichtbarkeit kaufen. Der hat noch eine andere, wodurch er nur unsichtbar ist. Aber dafür den Gegnern Schaden macht, wenn sie nahe sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Habt ihr sie eliminiert? Und ich glaube, genau das werde ich mir kaufen.
für den. Ich glaube, dann ist er schon deutlich sinnvoller. Scheiß Feuer. Hallo? Wieso einfach keinen Bock auf mich hat? Was sieht, was der da macht, Alter? Ey. Oh, oh, oh. Go fight. Au, 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 au. Bitch, Alter. Fuck it. Ich wollte ihn eigentlich fressen. Ja gut. Er ist wirklich gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube, mit der anderen Unsichtbarkeit ist es dann ein bisschen leichter. Der hat aber leider noch nicht so viele Fähigkeiten, muss man sagen. Der hat 2-3 Fähigkeiten, die man für ihn kaufen kann. Ich kann es euch ja gleich mal zeigen. Aber Spiegelbilder sind eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aua. Warte, 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 bitte nicht. Bam, bam, bam. Die sind eigentlich sehr praktisch, finde ich. Obwohl ich mir ehrlich gesagt vorgestellt habe, dass das die Fähigkeit ist, die am unpraktischsten ist. Muss ich ja zugeben. Ich hätte gesagt, dass die F-Fähigkeit, wie ihr sie gerade seht, im Endeffekt unpraktisch ist. Ja super, dann verwandle ich mich auch noch direkt in den. Vorsicht, die schießen auf mich. Nimm ruhig ein, ich nehme auch ein. Ist also völlig okay. Völlig legitim. Dann schießt sogar das zweite. 7-4 ist aber scheiße, ey. Wenn ich meine Sets bedenke, wenn ich den Tyrannen spiele. WTF, wie geil war das denn? Ich muss mir auf jeden Fall nochmal in Fähigkeiten einlesen und wirklich auch mal neue kaufen anscheinend. Moment. Daneben. Trotzdem noch erwischt. Jetzt reiß ich den auch noch, den haben sie auch. Mit dem Kuh muss ich das Treffen lernen, das wird ganz wichtig für mich sein und dann ist diese Klasse wahrscheinlich auch relativ stark. Vor allem macht der Kuh hier auch viel Schaden. Ich glaube 400 stand bei, wenn ich von ihm. Also 400 stand in der Beschreibung. Ich habe es ja im letzten Part gezeigt gehabt. Und relativ gut ist, wenn ich mit F diese Doppelgänger mache und mich dann in die verwandle. Ja, dann kommen sie auch nicht mal so schnell darauf, dass ich vielleicht einer von denen bin. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel so... Bitch, Alter, ey. Das war Schaden. Nein, lass mich doch noch einen töten. Menno. Unfair. Ich wollte noch jemanden töten. Stehe genau neben ihr. Ich habe einen Backstep erfolgreich gemacht. Mensch, das könnt ihr doch nicht einfach beenden. Arschloch, ja. Ja, das war's mit der Runde. Ich sage jetzt noch die Fähigkeit, die es für diesen Vampiren, für diese Klasse, Klassen sind das, genau, gibt. Das sind, wie gesagt, nicht so sonderlich viele, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Es befindet sich auch noch in der Klaus Beta. Hey, das ist das gleiche, wo ich vorher drin war. Die gleiche Lobby. Ich gehe mal davon aus, dass ich deshalb hier auch noch mit Einsern und so drin bin, obwohl ich Level 10 bin. Ich will jetzt mal kurz was gucken. Jetzt kann ich hier nämlich nicht mehr draufklicken. Hier war ich vorher die ganze Zeit drin. Aber ich kann jetzt den Zeitschmodus spielen. Den werde ich dann im nächsten Part mal antesten. Team Deathmatch dürfte das hier sein. Ja, 30 Kills. Und den hier werde ich dann mal beim nächsten Nascot-Part für euch antesten. Aber jetzt erstmal in den Store. Dann unter Perks. Nein. Nicht
Dr. Equipment. So, dann gehen wir einfach mal auf den... Die Save. Hier seht ihr schon, nur zwei Stück hat er. Das sind die beiden. Das ist die Sache. Das habt ihr ja vorhin schon gesehen bei dem anderen Typen, der mich da mal kurz kontrolliert hat. Und hier. Ich werde unsichtbar und mache Schade an alle Menschen in meiner Umgebung, solange ich unsichtbar bin. Die Unsichtbarkeit hält 6 Sekunden. Ich war aber auch noch irgendwas anderes am Überlegen. Ich glaube, das war bei ihm. Genau hier, die Jump Attack war ich noch am Überlegen. Es gibt mehrere gute Sachen. Die Sache ist, man kann sich die natürlich für 7 Tage so kaufen, ohne Probleme antesten. Aber sie sind dann relativ teuer, wenn man sie wirklich behalten möchte. So ist es ja nicht. Ja, dann Perks, ja, die wechseln momentan täglich halt. Und sonst fehlt nur noch der Prophet. Die Prophetenklasse. Dann hätten wir auch alle momentanen Klassen. Kommen wahrscheinlich noch neue hinzu. Das werden wir dann sehen. Natürlich gibt es noch keine. Gut. Aber was mich jetzt noch interessiert, Moment, eins will ich noch mit euch nachgucken. Equipment. Weaver. Shadow Step war das. Die ist geil, finde ich. Die ist richtig geil. Ich weiß aber nicht, was das rausnimmt, denn Weaver Secondary Ability. Was ist denn jetzt die Secondary Ability von dem Weaver? Die, oder? Secondary, ja. Das fände ich perfekt, muss ich zugeben, weil das finde ich jetzt nicht so geil und dafür diesen Shadow Step zu haben, das finde ich schon geil. Nochmal kurz in den Store gehen. Was hat er denn sonst noch so? Den habe ich ja bekommen im Endeffekt. Leap Attack. Special Ability. Cooking Haze. Das ist dieses Toxin im Endeffekt. Gut. Hm. Haste und dann noch so ein Kick. Aber ich will ja nicht, dass die Feinde von mir wegfliegen. Ich will sie ja bei mir haben. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Das wäre auch die Secondary Ability. Das ist die Frage, ne? Weil der wäre natürlich auch nicht schlecht. Dann hauen wir und laufen wir 25% schneller für 6 Sekunden. Das ist natürlich in einem Fight nicht schlecht. Aber ich glaube, ich kaufe den. Dann könnt ihr den Kaufvorgang. Das ist das erste Mal, dass ich auch so einen Kaufvorgang mache. Dann könnt ihr den jetzt auch mal sehen. Confirm. Das Gold kriegen wir früher oder später eh wieder. So ist es ja nicht. Have a nice day. Ja, aber ich werde heute nicht weiter spielen, auch wenn ich mir das jetzt gekauft habe. Das packe ich jetzt hier rein. Und ich sage danke euch, also nicht ich sage danke euch, ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder im neuen Modus, den wir jetzt spielen können. Wie gesagt, hier. Ja, bis dahin. Ciao.